Na toll, es gibt nicht immer nur positive Posts, sondern auch negative. Fahre schön ja wieder durch den Naturpark, außerhalb vom Massad, alles super. Nichts an, fahre ich ganz normal über die Straße. Und dann nachher habe ich gesehen auf der Rückfahrt, ziemlich scharfe Steine lagen da, so 10 Stück oder so, ganz, ganz flache auch. Und da bin ich mit dem Hinterreifen wohl voll in die Kerbe reingefahren. Sofort aufgeplatzt, war sehr, sehr schnell platt, konnte rechtzeitig anhalten, habe sofort das Reparaturspray benutzt, aber das Loch ist wohl so groß oder so scharfkantig rein in den Reifen. Jetzt stehe ich hier und warte noch wahrscheinlich mindestens eine Stunde auf den Pannendienst, weil ich im Arsch der Welt bin. Hallo alle ihr da draußen, die keinen platten Reifen haben am Motorrad. Ich melde mich jetzt mal zurück aus einem Hotel, das 900 Meter von dem Abschleppdienst entfernt ist. Und ja, das kann halt, entweder meldet der ADAC sich morgen, ob ich morgen vielleicht schon den Reifen repariert kriegen kann in der Werkstatt, oder halt erst am Dienstag. Das wäre natürlich das Schlimmste und das Fatalste. Hab mir 900 Meter, wie gesagt, ein Hotel gesucht, das hat Gott sei Dank einen Swimmingpool. Das Essen soll sehr gut sein, das Hotel sieht auch sehr, sehr schick aus, preislich auf jeden Fall voll in Ordnung. Und ja, ich hoffe, ich krieg den Reifen schnellstens repariert. Ich drehe durch. Moje! So, ich bin wieder auf Tour. Bin total happy, dass ich nicht weiter die Zeit totschlagen muss und noch mehr Zeit vergeudet wird für die große Tour. Ich hoffe, der Reifen hält jetzt. Ich soll nur 120 fahren dürfen, aber ich meine, hier oben fährt man ja eh nicht schneller. Geil. So happy.